ähnlich an die Verblödungsindustrie Medien. Die neuen Medien, die 1995 nach der CeBIT uns, da auch Firma, auch Medien, aber nicht verblödet. Nein, nicht verblödet. Wer das jetzt behauptet, ist eh ein Troll oder so eine Schreckschraube, die da tippt bis zum geht nicht mehr. Trolle, Schreckschrauben, alles gewollt. Die CeBIT 1995 hat uns allen gezeigt, dass Web 2.0, das WWW, World Wide Web, die User und du, die Community und so weiter, wir waren plötzlich sozial verbunden unter ICQ, Skype und was weiß ich nicht alles. Die Alten, ja wir Alten, klar, wir Jungen, damals 1979 bei den Byte-and-Byte-Vätern, also Bit-and-Byte-Vätern, bei den Pixel-Vätern aus London, weil Deutschland schafft es ja eh nicht. 1995 nach der CeBIT haben wir Deutschland was vorgestellt. Wer hat es nachher gemacht? AOL 1 und 1. Ja, mit AOL konnte man, mit Skype, mit ICQ und so weiter. Wir konnten so viel schöne Sachen machen nach 1995. Wir waren glückliche User. Wir konnten solche Videoclips machen. Wir konnten Spaßclips machen. 6,8 Millionen haben zugeschaut. Wir hatten richtig Spaß. Wir haben nichts verdient. Nein, wir durften auch nur 10 Minuten. Oh, davor hieß es AVI. War ein anderes Format. Ja, so war das. 1995, meine sehr verehrten Damen und Herren, die das jetzt hier sehen. Dieser schrille alte Opa, der jetzt in die Kamera blökt. Für die Jugend, 14 bis 24, die alles besser weiß, die alles besser kann. Denn die haben ja Computer, sie haben Smartphone, sie haben Tablet. Tja, wir hatten leider in einem kleinen Kämmerlein einen Lötkolben und so weiter und wir haben die Dinger gemacht. Wir haben E-Proms gebrannt, damit es schneller ging. Wir hatten Tockensprache, damit es schneller ging. Wir hatten leider nur den C64, den Amiga, den 1041 und was weiß ich nicht alle. Ja, wir hatten sogar einen Volkscomputer und so weiter und so fort. Wir hatten tierisch viel Werbung. Aber was wir hatten, war 1948 die Stunde Null. 1956 hatten wir Made in Germany, da ging die Post ab. Wir waren Reisen, wir waren alles, wir waren Deutsche. Aber die heutigen schrulligen Medien, ja, die schrulligen Medien, die alles besser wissen, ach meine Güte. Facebook zum Beispiel, da fragen die Medien, ZDF, ARD, vor allen Dingen diese gebührenschlingenden Verbrecher, diese Mafia von der Queen ausgerichtet, nicht aus England, nein, aus Deutschland. Wir haben auch in Deutschland eine Queen, ja, eine Rauten-Queen, die uns hier den Hahn abdreht. Seit 2015 das Mittelalter uns wiedergebracht hat, dass wir mit Armen, ne, alles extra. 1995 die CeBIT, wurde alles torpediert. Sogar AOL musste schließen, weil es nicht geklappt hat, was AOL vorhatte. Wir konnten nicht mit der Telekom surfen, das ging überhaupt nicht. Die Telekom guckte uns an, was ist denn surfen? Ja, ist kein Scherz. Nach 1995 sagte die Telekom, was ist das dann? 1 und 1 war die schnelle Kiste mit AOL und so weiter und so fort. Wir sind dann auf dem Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen sind wir dann geritten und haben Spaß verbreitet. Bei Save & Load musste man solche Videoclips machen und der andere musste einen Gegenclip machen. War auch eine tolle Geschichte. Ja, sogar Frau Hannelore Kraft war mit dabei. Ja, die war spitze, die Frau. Aber egal, lassen wir es mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute im Jahre 2018, wo wieder eine CeBIT herrscht, wo aber Klamauk zu sehen ist, tanzende Girls und was weiß ich nicht, alles Riesenräder und so weiter und so fort. Warum ich als alter Mann jetzt hier von dieser Kamera mich echauffiere? Weil John Pütz, auch so ein alter Mann, noch viel älter wie ich, aus dem WDR, auch wie ich, was gesagt hat. Ja, John Pütz hat was gesagt zur Queen, Rauten-Queen, hat er was gesagt, aber Ladies and Gentlemen, das geht der Frau doch am allerwertesten vorbei. An alle Politiker, ihr braucht eine politische Therapie. Und nur mit einem gültigen Entlassungsschein könnt ihr in die Ämter zurück und auch in den Bundestag. Ihr selber seid verrückt, wisst ihr auch warum? Denn der Esel nennt sich immer zuerst. Ich gehe in den Bundestag. Meiner einer gerade erwähnt, 48, die goldene Wende, ne, schwarze Null, ab 49 Grundgesetz, ab 56 Made in Germany. Geld verdient, richtig fett Geld verdient, 1979 hingesetzt, eine Firma gegründet und die läuft heute noch. Geil. Wenn man so liest bei der FDP mit IT, Intelligenz, künstliche Intelligenz, KT, KU und was weiß ich, was die da rumschmeißen. Weder IBM hat es überlebt, weder Nixdorf hat es überlebt, weder Fuji Siemens
hat es überlebt. Hier hat gar nichts überlebt. Deutschland ist eine sogenannte Wüste geworden, eine industrielle Wüste, eine Dienstleistungswüste. Mit Deutschland kann man nämlich gar nichts mehr anfangen. Ja? Wenn dann die Medien wie ZDF, ARD fragen, gehört das Kopftuch zu Deutschland? Natürlich gehört das Kopftuch zu Deutschland. Die Trümmerfrauen trugen es, im 19. Jahrhundert trugen es und in den 50, 60er Jahren trugen es die Frauen, um sich zu schützen, um die Haare und so weiter. Die waren keine Modegurken, die saßen nicht stundenlang im Medientopf und haben sich da vollgekleistert. Nee, die sind arbeiten gegangen. Die Frauen von damals sind arbeiten gegangen. Tat mir natürlich leid, dass die dann unter einem sogenannten Ehevertrag gelitten haben bis 79. Wer einen richtigen guten Ehevertrag gelesen hat in der 50, 60, 70er Jahre, wo der Mann das Sagen hatte, wo der Mann an dem Tisch als erster was zu fressen bekam, das ist natürlich schon lange vorbei. Ladies and Gentlemen, ihr lebt in einer Gurkenindustrie, wo die Gurke gerade sein muss, die Banane so und so weiter, der sogenannten EU-Verordnung. Ihr werdet verordnet. Demnächst werdet ihr so dermaßen verordnet, dass man noch niemals sprechen darf. Ja, das nennt man nämlich Spoiler-Alarm. Ja, mittlerweile ist das so. Es gibt ganz viele Medien, die immer wieder auf dasselbe Fach springen. So, Kim und Trump haben es heute geschafft, einfach mal sich zu einigen. Ein Einigungsvertrag. Kim und Trump. Donald, nicht von der Muppet Show, sondern Donald von den Mickey-Mäusen. Aus World, Disney World, Hollywood, bla bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein alter Mann vor der Kamera, der da spricht über die BRD, GmbH der Deutschen, ist doch klar, ist doch auf irgendeine Art, sind wir doch hier vermarktet. Jeder Einzelne von uns kriegt doch irgendwann mal eine Nummer, vom Finanzamt haben wir ja schon eine, die wir dann immer haben, die gültig ist für uns. Irgendwann kriegen wir bei der Post eine Wahnsinnsnummer verpasst, dann haben wir auch eine gültige E-Mail. Alles wird hier geregelt, verriegelt, verschlossen, umschlossen, umgossen. Von der Rauten Queen, die keinen Prinzen hat, noch niemals einen Hund, ja, und noch niemals einen Rolls Royce. Deutschland hat eine Queen, ja, die das Sagen hat, aber von nichts Ahnung. Schade eigentlich. Doktortitel heißt noch lange nicht, dass du gebildet bist. An alle deutschen Politiker, bitte geht in die Therapie, in die politische Therapie. Lasst euch therapieren, kommt auf die Basis zurück, lasst euch entlohnen. Ja? An sich sollte jeder von euch Strafe zahlen für solche Sachen, die bei Facebook zu sehen sind. Ob eine 14-Jährige, egal wer, 10 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, 14 Jahre, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Umgenietet durch irgendwelche zeitgenössischen, nicht wahr? Es ist lahm. Es ist einfach nur lahm zu reden, zu machen und zu tun. Aber der Politiker ist ja so geboren. Er ist ja ein Laberkopf. Und Laberköpfe stehen an einer richtig Bütt. Dann nennt man Büttenredner. Bundestag, Büttenredner, die da was von sich geben, was anderes passiert nicht. Was nehmt ihr in einem Mund? Star Wars. Der alte Yoda hat schon gesagt. Frankfurter Allgemeine, der Yoda hat schon was gesagt. Was hat der Yoda mit dem Islam, Radikalismus, AfD und Co. zu tun? So, AfD auch so eine Bruderschaft, eine demokratische Bruderschaft, die natürlich von den anderen Brüdern angegriffen wird. Das sind alles Brüder, die sich gegenseitig in die Fresse kloppen und wir sollen uns den Scheiß auch noch anschauen. Und für den Scheiß zahlen wir auch noch. Gebühren, ARD, alles gelogen. Das sind Outsourcing-Firmen, die dafür zuständig sind. Falsche Gebühren werden erhoben. Viel zu hohe Gebühren werden erhoben. Das stimmt vorne und hinten nicht, aber interessiert die Leute nicht. Ein waschechter Hartz-IVer kriegt 150 Euro weniger, wie ihm zusteht. Nochmal, 150 Euro bekommt ein Hartz-IVer weniger, wie ihm zusteht. Leute, ihr müsst nicht immer trommeln. So, ein Promille macht hier Mist. Ein Promille. 500 AfD-Leute gehen, 25.000 sind dagegen. Das ist ein Promille von unserer Bevölkerung. Wenn überhaupt. Für die Wahnsinnsrechner, die mal alles besser wissen, 80 Millionen. 80 Millionen wohnen hier. Egal wie sie aussehen, die wohnen aber hier. Ob sie sich Deutsch nennen oder nicht. So. Die Mannschaft fliegt jetzt zu Russland und will da antreten. Die Mannschaft. Nix DFB. Nee, nix die Elf, nicht national, um Gottes Willen. Die sind in der Hoheitsherrschaft der Türken. Die Türken schießen die Tore für dieses angenehme Deutschland, weil Deutschland den Türken gehört und nicht der Deutschland den Türken. Wenn der Deutsche zum Türken gehen würde, würde er zum Dönerfachmann, aber nach deutscher Verordnung.
Aber der Türke würde sagen, du kannst mich mal, du machst hier die Döner so, wie ich die will. Punkt, fertig, aus. Auf Deutsch, kein Touri mit weißen Socken aus dem Hause Deutschland dürfte dort einreisen und dort sagen, was ich als Deutscher will. Ich. Meine lieben Freunde, der Esel nennt sich immer zuerst. Wir sind ausgebildet worden. Du und der gehen über die Straße, nicht ich. Er und du gehen über die Straße. Nein, ich im Selfie-Wahn. Da fragt das ZDF, gehört das Kopftuch zu Deutschland? Was soll die Frage? Natürlich gehört das dort. Kopftuch gehört überall hin. Die Frage muss lauten, ob das Kopftuch zur Religion gehört. Die Deutschen tragen keine Kopftücher für irgendeine Religion. Punkt. Machen wir nicht. Wir haben deutsche Traditionen. Wir haben viele deutsche Traditionen. Man nennt uns Germanen. Wir sind die Germanen, schon lange her. Arminius hat es gezeigt, wie es lang geht. Ja, Germanicus hat einen auf die Fresse gekriegt mit einer dicken, fetten Keule. Und Arminius ist ausgebildet worden von den Römern. Und die Römer sind rausgeschmissen worden. Die Römer, die armen Kerle, sind heute unsere Verbündeten gewesen. Alles mal gewesen. So, wenn so eine komische Fraktion da, die demokratisch gewählt wurde, mit drei Buchstaben, dann angegriffen wird, werden die natürlich angegriffen, weil die anderen nicht mehr Kohle kriegen. Weil die anderen mehr Kohle haben wollen. Weil der Bundestag war früher mal weniger und somit haben die mehr Geld gekriegt. Das sind alles wirtschaftlich-politische Vereine, Vereinigungen mit Mitgliederschaften, Mitgliederzahlen und dafür kriegen die Kohle. So funktioniert das Ganze. Ich weiß nicht, wo ihr hingehen wollt. Soll mir auch egal sein. Lauft ihr ruhig des Königs neuen Kleider nach. Des Königs neuen Kleider trägt die Queen von Deutschland. Die Rauten-Queen trägt das. Meine einer ist jetzt auch mal echauffiert, weil meine einer ist auch ein alter Mann. So wie Herr John Pütt, ist auch ein alter Mann, nur der ist bekannter wie meiner einer, aber ich bin auch verdammt bekannt und gut so. Denn die anderen, die jetzt hier sehen, Mann, was hast du denn wieder von dir gegeben? Natürlich war ich echauffiert, natürlich hatte ich schlechte Laune. Wenn man sowas von Facebook von oben bis unten sieht. Wenn man 1995 selbst dabei gewesen ist beim World Wide Web, beim Aufbau von Web 2.0, und da gab es noch viele andere Sachen. Und wir, die User, die bei ICQ, bei Skype, einfach dabei waren, die aus dem AVI, dann nachher das MP und HT und 256 und was weiß ich. Ich hau jetzt einfach mal so Klöpse rein. Die Fachleute wissen schon, was ich gemeint habe. Ja, wir haben also die Normen, ja, wir haben Beschleunigungen, die wir bitterböse bekaufen müssen. Also ich habe gerade ein super Programm gekauft, das hat alles funktioniert und danach kam es: Möchten Sie das Exemplar kaufen? Ich habe es doch gerade gekauft. Ja, das ist richtig. Du hast ein Exemplar gekauft, aber du hast nicht den Zusatz gekauft, weil der Zusatz war nur Geschmack. Genial, ne? Also ihr kauft Sachen und dann ist plötzlich da Geschmack drin. Ja, ist genauso wie Kaffee. Ist nur Wasser und mit Geschmack genial. Aber egal, ihr müsst selber da durch. So, ich laber natürlich Bullshit, ich laber Senf. Meine lieben Freunde, weil ich Bullshit und Senf labere in dieser BRD, GmbH, KKG und hast du nicht gesehen. Die sogenannte Amerikanisierung findet nicht statt, doch der 2:4 Vertrag, 16 Bundesländer, die sich geschlossen nach 1990 aufwärts, ist bis heute nicht gegossen. Das Wort Deutschland gibt es überhaupt nicht. Wir waren einmal BRD plus DDR. Das war unser Schema. Wir kamen gut klar. Wir hatten Made in Germany. Wir hatten unseren Feind. Wir hatten unseren Klassenfeind etc. pp. Wir waren gut Freunde mit den Amis, mit den Tommys, mit den Franzmann. Ja, aber und jetzt sind alle raus. Kein Franzmann mehr hier, kein Ami hier, kein Tommy hier. Ja, aber in Wirklichkeit sind wir immer noch das, was wir sind. Ja, wir sind es. Die einen sagen BRD, GmbH und KKG. Ja, ja, ist klar, natürlich ist das hier alles finanziell aufgemotzt, ist richtig. So, die Frau Merkel ist natürlich eine spendable Frau, aber nur für Fremde. Für Fremde, nicht für Eingeborene, um Gottes Willen. Der Ur- oder mittlerweile Bio-Deutsche, wo ich mittlerweile zugehöre, bin ja auch ein alter Mann. Also der Bio-Deutsche, der Urdeutsche, der den sogenannten Knall in Deutschland gehört hat, weil er dagegen geknallt hat. Aber wir Alten nach D-Day geboren. Die meisten sind ab 15 Jahre nach D-Day geboren. Die können ja mal rechnen, wie alt diejenigen welchen sind. Die 1948, die Stunde Null, die aufgebaut 1956 sich gefreut haben, als Rentner richtig Schotter in der Tasche gehabt zu haben. Und die anderen mit Made in Deutschland haben die wirtschaftliche Wunderjahre vollbracht. Das war wunderbar. Die D-Mark rollte, die war hart. Der VW-Käfer rollte, das machte Spaß.
Ja, der Kadett hatte sogar einen Spoiler. Da gehörte der Spoiler dran, der war aber in den 80ern. Aber es macht Spaß. Aber heute haut man den Spoiler rein. Das steht ja auch im Englischen. Aber dann habe ich mit dem Englischen zu tun, wenn ich hier in Deutschland bin. Aber egal. Ja, wenn man da mit der Führung spricht, hier online, und wie die alle heißen, die Führung, wohlgemerkt, nicht mit dem Spaßbarometer, sondern mit der Führung. Dann sagen die, warum sollen wir was Neues machen, wenn wir das da mieten können. Ja, die mieten. Die mieten YouTube, die mieten Facebook, die mieten alles, mieten sie, was sie da mieten können. Selber produzieren sie nichts. Gar nichts. Können, bringen noch nichts auf der Reihe. Die wissen noch nicht, was Daten, Bit, Byte, and so on ist oder wäre. Nee, können die nicht, wollen die nicht. Nein, können sie wirklich nicht. Haut nicht auf den Top, schreibt nicht drunter, klatscht mich nicht an oder was. Oder vertrolle mich oder diese komischen Wollmäuse, die da jetzt Schwachsinn schreiben. Ein alter Mann, ein richtig alter Mann, so wie John Pütz zum Beispiel, 60 Jahre Lebenserfahrung, 50 Jahre wirtschaftliche, arbeitstechnische, politische Erfahrung. 40 Jahre Berufserfahrung, richtig fett, studiert und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann, wie gesagt, kommen da so Sprüche her zwischen 14 und 24 durch Funk, 50 Kanäle erfunden bei ARD, ZDF, bei YouTube-Kanal. Riesige Werbefirmen, die international so fett ineinander konstruiert sind, dass jeder jedem einen so einen Ball zuschiebt, die Sätze verändert und weitergeht. Aus 1 Promille Müll macht ihr 300%. Da glaubt natürlich jeder. Jeder glaubt das. Das richtige Fernsehen, das Bildungsfernsehen, ja, locker vom Hocker mit Walter Giller, so etwas würde heute gar nicht mehr gehen. Walter Giller war damals eine Koryphäe. Würde gar nicht klappen heute. Geht gar nicht. Die ganzen Koryphäen, die heute ihr Alter haben, auch Thomas Gottschalk und so weiter, von denen hört man ja schon gar nichts mehr. An dem Tag, wo die Mauer fiel, fiel auch bei Wetten, dass die Mauer, denn da war der Erste aus der DDR. Die meisten, Anne Will und Co. KG und wie die alle sich nennen, da im Fernsehen sind aus der ehemaligen DDR. Wie gesagt, die Queen hat ihre Volksschaft mitgebracht, die Rauten-Queen hat es gebracht. 2015 hat sie aus solidarischen Gründen einfach mal die Toilette geöffnet und die Scheiße kam hoch. Tja, Hochdruck sollte man vorsichtig mit umgehen, ist genauso, wenn man bohrt, zu tief bohrt, kommt natürlich Scheiß an den Himmel. Tja, die ganzen Lügen, Lügenpressen und die anderen Lügen, es herrscht ja die Lüge. Mag sein, dass der Teufel die sich jetzt kaputt lacht. Vielleicht ist ja Gott der Teufel und der Teufel ist Gott. Tja, könnte ja auch sein. Den Beweis hat ja auch noch keiner angetreten. Wer von euch weiß denn, dass 666 nicht der Teufel ist, sondern 555? Und wenn ihr dann mal bei der GEZ-Gebührenzentrale reinguckt, in den, ne, was steht denn da? 080, mittendrin 555. Also, die Gebühreneinzugszentrale von ARD, ZDF und Deutschradio sind der Teufel. Ja, sie verarschen euch, sie knichten euch, sie wollen euch das Beste nehmen, nämlich euer verdientes Geld. Das ist eben so. Die Gebührenordnung wird falsch berechnet, trotzdem wird nicht, ne? Ist ja keine Rechnung, sind ja Gebühren. Und wenn man euch schreibt, dann hat man euch keine Rechnung geschrieben, man hat euch auch nicht auf eine Rechnung hingewiesen. Nein, nein, das waren ja nur die Gebühren. Man hat nur erinnert, dass man die Gebühren doch zahlen möge. Ganz raffiniert. Meine lieben Freunde, auch wir haben Jura studiert, wir wissen auch Bescheid. Wir wissen aber auch, dass keiner raus will. Keiner will raus. Alle wollen Lemminge sein. Das ist so geil. Ich springe runter. Jo, ich spring mit. Ja, ist so. Ihr seid Lemminge. Meine lieben Freunde, bitte ab in die Therapie. Alle Mann. Politische Politiker in die politische Therapie, wo die Politik nochmal ihnen erklärt wird, was doch irgendwie ein Politiker machen sollte. Er wird erwählt, er ist nichts, er hat noch niemals Macht, nö, er hat nur seinen Beruf und daran macht er ja auch nichts, weil wenn er im Beruf wäre, hätte er ja wunderbares Geld verdient, tut er aber nicht. Ja, ist halt so. Der eine ist Wissenschaftler, statt in der Wissenschaft zu wischen, also in der Wissenschaft zu studieren, nein, da geht man in die Politik. Es gibt sogar einige Politiker, die haben Uni, Schule und was weiß ich nicht, alles abgebrochen. Ist kein Witz, haben die gemacht und sind jetzt Politiker. Wahnsinn. Und die erzählen jetzt uns, nie gearbeitet, nie in der Schule gewesen, richtig in der Schule gewesen, nicht richtig studiert, sondern alles abgebrochen. Weil sie ja in der Politik gerochen, hier kannst du Kohle machen für wenig Geld. Ja, also wenig Energie, wenig Interesse oder keine Ahnung auch immer. Ich habe einfach nur Bock darauf, euch zu sagen, es wird Zeit, dass politische Therapie, dass Politiker in eine Therapie gehören,
dass sie erst mit einem Entlassungsschein, mit einem richtigen Entlassungsschein, erst in die Politik zurück dürfen. Ja. Hartz IV kriegt 150 weniger, wie ihm zusteht. Deutsche Industrie ist platt. Ich sehe keine. Erzähl mir nicht was. Ich sehe keine. Ich sehe keine Industrie. Ich sehe keine Kaufhauskultur. Ich sehe keine Industriekultur. Ich sehe bald 90% der Bevölkerung ohne Arbeit. Von der Wiege bis zur Ware brauchen wir Formulare. Mein einer lebt davon. Aber auch konterfei. Ja, genannt Passbild, Erotikbild oder halt Bewerbungsbild. Auch das brauchen wir. Diese beiden Komponenten brauchen wir, um weiterzukommen. Ich muss mich bewerben und da werde ich auch schon verkauft durch die Diakonie. Die Diakonie verkauft auch alle Leute und erzählt denen dann, was sie in ihrem Konstrukt der Bewerbung, genannt Lebenslauf, einfließen lassen müssen. Es gibt Firmen, die euch erklären, wie man sich richtig bewirbt. Ihr müsst es doch an sich wissen. Ihr habt doch gearbeitet, oder nicht? Natürlich, die noch nie gearbeitet haben, können es nicht wissen. Okay, den könnte man ja sowas mal kredenzen. So bewerbe ich mich richtig, zum Beispiel. So, ich habe jetzt genug gelabert. Ich bin auch keine Labertasche. Ich habe einfach nur die Faxen dick. Hier in einem merkwürdigen Deutschland, wo 80 Millionen Menschen leben. Ich soll mir aber ein Promille Schwachsinn ansehen, zu 300% hochgefahren durch die Medien und euch verkauft. Und ihr glaubt das auch noch. Ihr glaubt daran, was das Fernsehen euch sagt. Und jetzt glaubt ihr natürlich, was Facebook euch sagt. Ja? Ich freue mich heute, dass Donald aus der Industrie Disney mit Kim aus der Industrie China beide zusammen gelächelt, gelaufen von laufender Kamera und haben Verträge geschlossen. Genau, sie vertragen sich. Ein Vertrag heißt, ich vertrage mich. Vertragsbruch heißt Krieg. Ist normal. Ne? Wir kriegen uns in die Haare. Meiner einer hat keine Haare, denn der ist modern, der trägt offen. So sieht's aus. Der ist nicht besoffen, nein. Er versucht nur etwas klarzustellen. Er versucht etwas klarzustellen in dieser merkwürdigen BRD GmbH. Ja, ja, ist klar. Ich weiß, wir haben alles, wir haben Friedensvertrag, wir haben richtigen, wir leben, wir sind so solidarisch, wir sind so sozial und so weiter. Dann frage ich euch allen, warum haben wir dann die arabische Invasion? Warum haben wir dann die Türken, die für sich leben? Ja, ich mag sie alle, kein Thema. Ich habe auch vorhin schon Spaß gehabt. Ich habe mit allen Spaß, ob Ghana, egal wo sie herkommen. Aber dennoch, die Regierung tut so, als würden wir uns alle irgendwie hassen. Keiner von uns hasst uns irgendwie. Meistens hauen sich die gegenseitig eins aufs Maul. Ist so. 18 deutsche Peterwagen erscheinen, auch Polizeiauto genannt. Viele wissen nicht, was ein Peterwagen ist. Also 18 bläuliche, silberne Polizeiautos kommen mit Sirene und versuchen die Mehrsprachigen, die sich mehrsprachig unterhalten, etwas lautstark und ein bisschen auf die Glocke hauen, zu beruhigen. Daraus machen dann die Medien Fotos, Filme und dann geht die Post ab. Ne? So funktioniert das neue Deutschland. Nur Deutschland hat nichts. Meine lieben Freunde, Deutschland hat nichts. Deutschland, die Industrie, hat 1995 auf der CeBIT alles abgeblockt. Alles. Wirklich. Und du, die Community, gib es nicht mehr. War eine tolle Geschichte von web.de. Gehört heute 1:1. Ihr müsst mal reinschauen und gucken, wem gehört denn etwas. Meine lieben Freunde, es gehören nur ein paar Familien alles. Ein paar Familien haben alles, machen alles, erzählen alles. Und die entscheiden, was heute zu sehen ist. Sie entscheiden, was heute zu erleben wäre. Und so weiter und so fort. Ihr entscheidet weiter mit eurem Ich, I am in self. Macht damit, was ihr wollt. Aber meine einer macht nicht mit. So einfach ist das. Und deswegen habe ich das bekundet. Geht bitte in Therapie. An alle Politiker, geht in Therapie. Lasst euch therapieren. Kommt zurück auf die Basis. Und dann, wenn ihr den Eingliederungsschein habt und eingegliedert seid, dann dürft ihr auch zurück in eure Ämter. Dann dürft ihr auch in den Bundestag. Vielleicht lernt ihr dann auch mal, dass ihr wieder sagt, Klaus, Hermann und Goethe, wir drei spielen an der Flöte und ich gesell mich dazu. Das hört sich dann irgendwie besser an, wie ich spiele an der Flöte, ich pfeife euch eins, Klaus Hermann und Co. und Goethe schauen zu. Ja, irgendwie könnte man darüber nachdenken. Immer das Wort ich im Du. Du und ich. Ich mag das Ich nicht. Bin lieber ein Du, ein freundliches Du. Und ich mag Menschen,
freundlich um mich herum, so freundlich wie auch ich um diesen Menschen herum bin. So bleibe ich, so bin ich und so soll es sein. Aber ihr alle gehört in die Therapie. In die Therapie. Lasst euch therapieren. Das von eurem Klaus, wollte ich nur gesagt haben. Ich bin nur einmal im Leben am Sack, richtig zu Weihnachten. Euer Klaus, der Weihnachtsmann. So einfach ist das.